Oh, wir können ja normal laufen. Sollen wir uns eine Knochensäge... Jetzt sieht man sie nicht mehr. Eine Knochensäge mitnehmen? Das wäre doch nett für Aubrey als Geschenk. Oh, wie wäre das? Nehmen wir uns eine Knochensäge mit. Tesla hält fest, wir sägen. Ist doch schön. Ja, sehen. Hätte ich ihn mal nicht getraut. Das ist der Brief von Tesla, richtig? Ja. Hallo? Oh. Ihr war wohl nicht mehr zu helfen. Genauso wenig ihr. Warum liegen hier nur Frauen? Kann mir das jemand erklären? Bitteschön. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich habe wie versprochen Adas Forschung geholt. Ja? Und wie versprochen Aubrey rausgeholt. Ja. Und was habe ich davon? Wunden. Bruch und Ja. Gehirnerschütterung. Ja. Immerhin habe ich Aubrey versprochen, ihn zu töten. Mal sehen, wie Ja. das läuft. Das wird hervorragend. Ich sagte dir, nimm die Knochensäge mit. Ach, hier sind Männer. Ach so. Oder sollen wir die Spritze mitnehmen? Entscheidungen, Entscheidungen. Es ist ja nicht so gut, wenn du Luft drin hast. Och, nett. War, Frank am Werk hier? Jetzt verstehe ich, warum da vorne nur Frauen lagen und... Aber hier liegt eine Frau. Haben sie dann drauf geschissen, das zu teilen? Zwischen Männer und Frauen? Was hält sie denn fest? Nix. Sah nur so aus. Haben sie dann drauf geschissen, zu teilen zwischen Männer und Frauen? Weil krank sind sie sowieso alle. Da ist es wieder. Was hat das zu bedeuten? Das wird ein Spaß, heute zu schneiden. Ich spiele in einem durch gerade. Ich versuche, das Spiel fertig zu kriegen. Da geht's nicht her. Wäre auch zu schön gewesen. Ach, nein, in den OP will ich sowieso nicht. Danke, das spare ich mir. Bin schon wieder zu leise. Das ist der OP-Saal. Und wir müssen da wirklich rein? Ich will da nicht rein. Es hängt schon wieder. Danke. Ich will da nicht rein. Ist da das letzte Showdown dann? Bitte nicht. Oder müssen wir nur durch? Bam, badam, bam, badam, bam, bam, badam. Sie ist weg. Aubrey? Oder das Vieh? Ah! Oh mein Gott. Toll. Das sind keine Erinnerungen, oder? Ich will kein Monster mehr. Warte, das bin das ich. Bin das ich? Was? Oh, es hält schon wieder. Mann! Und immer wenn ich nach meinem Glas greifen will, geht's weiter. Da ist Wasser drin übrigens. Wo kommt die Musik her? Hä? Das bin ich. Ich trage Ada. Aber wie kann das sein? Entwurf für ein Projekt in Entwicklung. Spezialdünger zur Aufzucht riesiger Pflanzen. Was geht hier nur vor?
Was hat das mit, oh, wie hieß er? Hieß unser Freund, der in Flammen aufgegangen ist. Ja, genau. Das behauptete er ja auch. Oh, wie ich... Oh. Waren das wir, nicht Ada? Oh, das sieht so mega geil aus. Was? Boah, das sieht so geil aus. Das ist ein Riesenbonsai? Da war er. Ich werde für dich zurückkommen. Es wird funktionieren, Ada. Ich verspreche es. Oh nein, Wiedergeburt. Du hast recht, Ada. Das ergibt alles keinen Sinn. Wiedergeburt? Was waren diese Visionen? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Oder ein vergangenes Leben? Oh, das ist so geil, dass es manchmal auf Englisch ist. Hat das noch niemand auf Deutsch durchgespielt dort? Versprochen. Hoffentlich finden wir dort Antworten. Oh, ein Frieden. Das ist auch ein geiles Bild so. Fick dich, Aubrey. Wie geht es Ihren Verletzungen? Ich bin kein gut. Arzt, aber ich habe getan, was ich konnte, um die Wunden zu verarbeiten. Es geht mir gut. Ist in Ordnung. Ich hoffe, die Rippen sind. Wenn Sie versuchen, mir Adas Arbeit zurückzuholen, dann liegen Sie falsch. Im Gegenteil, ich zähle auf Ihre Unterstützung. Oh, das sieht auch geil aus. Ada zählt auf meine Unterstützung. Ada ist tot. Ich bin Ada. Ada ist tot. Aber sie ist nicht weg. Ihre Forschungen über verschiedene Zeitdimensionen und oh. Kontakt mit dem Riss haben die Dinge verändert. Unwiderruflich. Sie hat eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst, die selbst ich erst noch zu verstehen versuche. Aber ihre Aufzeichnungen enthalten den Schlüssel zu allem. Das hat sie gesagt. Helfen Sie mir, diese Notizbücher zurückzuholen. Das werde ich. Wir überlegen uns, wie Sie am besten mit Aubrey verfahren, sobald Sie den Tower erreicht haben. Tesla out. Das ist süß. Tesla out. Oh, das sieht so geil hier aus. Blub, blub, blub. Oh Gott. Muss ich hier überhaupt her? Auf jeden Fall muss ich hier her, aber muss ich hoch, oder? Wildwuchs. So sieht es unter einigen Armen auch oft aus. Nicht unter meinen, aber... Entschuldigung, ich wollte dich nicht treten. Entschuldigung für den Spruch auch. War keine Absicht, ist mir so rausgerutscht. Das war ein Fehler. Da kommen wir nicht hoch. Nope. Glas. Aubrey. Entwurf für ein Projekt in Entwicklung. Projekt zur Erzeugung von Resonanz in Gehirnsynapsen zur Förderung klaren Denkens. Was wollten Sie hier tun? Ja. Yeah. Haben Sie versucht, Elektrizität von Pflanzen zu gewinnen? Notiz über. Notiz eines Überlebenden. Der Generator dort unten ist manipuliert, um die Notfalltüre für kurze Zeit offen zu halten. Zieh den Hebel und renn. Brich die Quarantäne. Quarantäne durchbrechen. Endlich mal etwas Vernünftiges. Oh nö, rennen. Nein. Den hier? Hallo? Den?
kommen wir auch nicht durch. Sind wir hier richtig? Vielleicht muss ich mir erst die Tür unten angucken. Weil ich noch gar keinen Schimmer habe, wo die ist. Das wird sich. Wo ist die Tür? Doch nicht die hier, oder? Ist zugewuchert. Weiter ran drehen? Nein. Jetzt gehe ich da mal hoch, weil ich gerade keinen Schimmer habe, wo. Heißt unten, aber. Oh, was ist das? Entwurf für ein Projekt in Entwicklung. Mechanische Implantate als Ersatz menschlichen Muskelgewebes. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann, wo ist die Tür? Man sieht vor lauter Pflanzen nichts. Da kommen wir nicht durch. Hä? Was grinst der denn so scheiße? Er grinst gar nicht scheiße, das ist sein Kinn. Ups. Da hat sich jemand reinbegeben. Ach du Kacke. Da auch? Nee, da sind Pflanzen drin. Vielleicht sollten wir uns nochmal oben umgucken. Vielleicht sollten wir auch einfach mal Strom anmachen. Vielleicht ist das der Trick an der Sache. So, auf die Plätze, fertig. Los! Subidu, subidu, das wird nix. Das habe ich probiert. Kann ich irgendwo runterspringen vielleicht? Um schneller zu sein? Wie soll ich das schaffen? Vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Ich muss gar nicht runterrennen. Das hätte ich locker geschafft. Ich habe nachgeguckt. Weil ich mir ein bisschen verarscht vorkam. Vielleicht hätte ich mal gucken sollen, dass da hier eine Tür ist. Oh nein. In die Richtung muss ich. Nicht
nicht zu tief einatmen, Rose. Und geh nicht ins Licht. Schon wieder gehangen. Oh, ist eine Pflanze. Links, 2, 3, 4. Rechts, 2, 3, 4. Ja, ich folge ja schon. Dankeschön. Das ist ein Baum, oder? Was muss ich hier tun? Das ist nur ein Baum, kein Körper. Nein, Baum. Was soll ich tun? Der Strom ist aus. Bücken kann ich mich nicht. Das sieht aus wie ein Arm. Kann ich hier denn gar nichts machen? Oh, es ist zum Kotzen. Da laufe ich gegen eine durchsichtige Wand. Ich habe eine Ver... Oh, ich habe nachgeguckt. Schande über mein Haupt. Ja, ich weiß. Der Generator ist da. Renn, Mädel, renn. Renn, Mädel, renn. Renn um dein verkacktes Leben. Wenn du leben willst, dann renn. Scheiße. Nein, nein, ich hatte es. Scheiße. Ich hatte es. Ich habe nur den Knopf nicht erwischt. Aubrey, wenn wir das hinter uns haben, dann setzt es sowas von. Das kannst du mir glauben. Ach, komm schon. Ich mache alles Mögliche mit dir, was nur geht. Ich hätte mir doch die Knochensäge besorgen sollen. Nein, ich Schnauze. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Kennst du den Namen? Fick dich. Das ist jetzt dein Name. Der Riesenstrom-Dings da heißt Fred und du heißt Vicky. Natürlich zusammengeschrieben alles. Das wäre so ein Spiel für meine Schwester. Boah, würde die sich aufregen. Halt's Maul, du Fuckvieh. Haben wir es doch endlich mal geschafft. Aber ich habe die Befürchtung, es geht gleich weiter.
Wer ist das? Leon Tesla? Oder? Okay, fast geschafft. Die Station müsste gleich da vorne sein. Moment, ich muss mal eben lesen. Notizen eines Überlebenden. Notiz eines Überlebenden. Geh weiter, wir haben das Bahnsystem neu verkabelt. Brich die Quarantäne. Habt ihr das gemacht, während ihr noch vor dem Vieh abgehauen seid, oder? Was? Nehmen Sie einen Schienenwagen zum Tesla Tower. Den gab's wirklich? Wow. Einige sind wohl entkommen. Gut für euch, Leute in der Vergangenheit. Oder Gegenwart. Oder Zukunft. Wo müssen wir jetzt hin? Erst lesen. Notiz eines Überlebenden. Hebel betätigen, um den Schienenwagen anzufordern. Evakuieren. Die Kamera von Outlast lässt grüßen. Na, wo bist du? Da kommt er. Ja, Freiheit. Wir müssen nur noch Aubrey verprügeln und dann geht's los. Gut. Bitte nicht rückwärts fahren, bitte nicht rückwärts fahren. Rückwärts fahren kann ich. Dann wird mir schlecht und schwindelig. Nein, wir fahren vorwärts. Das ist unser eigener Schatten. Kann nichts passieren. Alles gut.